Warum habe ich Brainwave 3D gegründet? Was war mein Antrieb? Und das möchte ich mit dir in diesem Video teilen. Viele fragen mich immer, was ist die Story hinter Brainwave? Die Story hinter Brainwave ist ganz interessant. Ich war ja vorher oder bin ich immer noch YouTuber. Auf meinem YouTube-Kanal Marco C. Lorenz findest du die ganzen Videos. Und ich habe mich immer damit beschäftigt. Ich wohne hier in einer oder arbeite in einer Bibliothek, könnte man sagen. Ich habe in jeder Ecke nur Bücher. Und bin jemand, der sich immer schon als Kind die Frage gestellt hat, wer bin ich, von wo komme ich, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens, und ich möchte das aber nicht nur theoretisch wissen, sondern ich muss es erfahren. Aber ich wusste nicht, wie man das erfahren kann, somit habe ich einfach sehr viel gelesen, insgesamt 4.500 Bücher ungefähr, und die Erkenntnis von dem ganzen Wissen über das Thema Bewusstsein, was ich in meinen Büchern finde, ist Meditation, ja. Suche nicht im Außen, suche im Inneren. Ja. Und als ich dann angefangen habe zu meditieren, wo ich dann mich vertieft habe in dieses Thema, da empfehle ich dir übrigens den Kurs meditation-guru.com. Das ist ein Online-Kurs, den ich produziert habe, ein kostenloser, wo ich über 4 Stunden dir mein ganzes Wissen über das Thema Meditation vermittle. Da empfehle ich dir, da mal reinzuschauen. Da habe ich mich auf jeden Fall vertieft in dieses Thema und habe dann über Meditation Tiefenmeditation kennengelernt. Und als ich dann über Tiefmeditation viele Erfahrungen gesammelt habe, habe ich halt jahrelang meditiert und sehr viel meditiert und habe halt gemerkt, es ist halt sehr mühselig, tiefe Bewusstseinszustände zu erleben oder erweiterte Bewusstseinszustände. Mittlerweile ist meine Erkenntnis, dass es eigentlich keine tiefen oder höheren Bewusstseinszustände sind, sondern man muss sich die Zustände vorstellen wie verschiedene Inseln, und jede Insel hat einen eigenen Zustand. Mit Meditation kannst du lernen, wie du sehr schnell gezielt auf die verschiedenen Inseln kommst oder vielleicht die Inseln miteinander passt und Content daraus machst. Ja. Auf jeden Fall ist es mein höchstes Ziel, was ich mir als mein Lebenssinn gewidmet habe, ist das Erweitern des Bewusstseins des Planeten. Ich möchte, dass jeder in Liebe lebt, dass jeder in Freude lebt, dass jeder aufsteht, jeder seine Bestimmung, seine Kreativität entfalten kann, dass es keine Armut mehr gibt, dass es keine Gewalt, und auf dem Planeten gibt es einfach alles ein paradiesisches Wunderwerk auf diesem Planeten wird, und dass wir uns alle dort aufhalten und so auch leben können. Das ist so das, wo ich sage, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, und das ist auch das, wo ich halt mein Leben und meine Arbeit und alles dem hingegeben habe. Ich war vorher Datenforensiker und habe diese Firma ganz bewusst, obwohl wir sehr erfolgreich waren, wir waren Marktführer, wir hatten 16 Filialen, ich habe diese Firma einfach hergegeben, um einfach meine Berufung, meine Bestimmung zu folgen, und da bin ich sehr dankbar dafür, weil jetzt stehe ich jeden Tag in der Früh auf und fühle mich wie in Pension, einfach überglücklich und mache einfach das, was mir am allermeisten Spaß macht, und das ist eben etwas, was halt in diese Richtung geht. Gut, also wie geht das, dass wir erweiterte Bewusstseinszustände erleben, dass wir Freude und Liebe erleben, und warum habe ich denn Brainwave gegründet? Was ist die Brücke dahinter? Und viele Wege führen nach Rom, sage ich immer. Oder nicht ich, sondern viele Menschen. Und ich habe den Weg eingeschlagen der Praxis. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr so viel Wissen vermitteln, sondern Erfahrung bieten. Weil ich habe ja sehr viele YouTube-Videos produziert, und je mehr Wissen du gibst, desto mehr Fragen tauchen auf. Ja. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, desto mehr Videos ich mache, desto mehr Kommentare kriege ich, was auch ganz okay ist, desto mehr denkt der Verstand nach. Also man füttert mit Wissen den Verstand. Aber die Kunst ist es, durch den Verstand in die Erfahrung zu gehen. Ja. Mit Wissen, mit einem neuen Weltbild, die Erfahrungen einzutauchen. Als ich dann mich sehr intensiv mit dem Thema Tiefmeditation beschäftigt habe, habe ich einfach gemerkt, okay, Frequenzen unterstützen maßgeblich, wie du schneller andere Bewusstseinszustände erlebst. Vor allem, da ich ja Datenforensiker war, habe ich ja hier im Büro ein eigenes EEG-Forschungslabor aufgebaut und forsche auch mit Frequenzen und Gehirnwellen daran. Und als ich mich dann auch mit Dave Siever, also das ist eine sehr bekannte Gehirn-Koryphäe, also jemand, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema, der ist auch Professor an der Stanford, sich mit dem Thema Gehirnwellen auseinandersetzt und Neuropsychologie, Neurowissenschaft und so weiter,
und ich mich selber sehr intensiv auch mit dem Thema Neuro und so weiter beschäftigt habe und das Wissen dann gekoppelt habe mit Frequenzen und Musik, habe ich dann einfach erkannt, okay, da gibt es mehrere Wege, wie man mit Frequenzen das Bewusstsein erweitern kann oder schneller tief oder erweiterte Bewusstseinszustände erleben kann. Ja. Das heißt, ich habe dann den Weg eingeschlagen von der Theorie, wie die Religionen es halt bieten oder glauben, hin zu Selbsterfahrung. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, das ist doch der Weg, der wirklich funktioniert. Denn das ist auch das, was zählt. Weil ich kann dir in einer Religion hunderte Dinge vermitteln und erzählen und du hast nur die Option zu glauben oder nicht zu glauben. Aber wenn du eine Frequenz hörst und du machst eine Erfahrung und du erlebst auf einmal etwas, wo du denkst, wow, jetzt habe ich was gesehen oder ein Wesen hat mit mir kommuniziert oder die Quelle oder was auch immer oder wer auch immer, du erlebst etwas auf einem anderen Planeten oder fliegst durch den Kosmos und erlebst, dass das möglich ist, dann beantwortest du dir selbst die Frage, und zwar die Frage, wer bist du wirklich, woher kommst du wirklich, warum bist du hier und was sollst du tun? Ja? Das sind doch die Fragen, die wir uns im Leben beschäftigen. Und ich habe gesagt, Brainwave 3D sollte ein oder ist ein Mittel, wo du dir diese Fragen selbst beantworten sollst. Und jeder hat da seine eigene Antwort drauf. Und ich kann dir halt nur die Frequenzen bieten, du kannst sie hören, du kannst dich dem voll hingeben und einfach schauen, was passiert und lass dich überraschen, ja. Und du fragst dich jetzt sicher, also ich bin ja jemand, der sehr viele Frequenzen gehört hat, was sind so oft diese Fragen, wer bist du, woher kommst du, warum bist du hier und warum sollst du, was sollst du tun? Was ist das, was ich da für mich als Antwort gegeben habe? Und zwar möchte ich dir auch gern vermitteln. Und zwar, ich habe für mich entschieden, also jeder kann jetzt diese Fragen für sich selbst beantworten. Ich habe für mich selbst folgende Antworten gefunden. Ja. Du musst sie nicht übernehmen, kannst du übernehmen, aber die Theorie ist immer das eine und die Praxis das andere. Ja. Ich habe für mich entschieden, ich bin eine Seele namens Liebe, ein göttliches Wesen, welches sich ausdrückt als Mensch. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe durch die vielen Frequenzen und durch die vielen Seelenreisen, die man damit erleben kann. Dann die Frage, woher komme ich wirklich? Und zwar, ich habe die Erkenntnis gemacht, ich komme aus der Unendlichkeit, aus dem Nichts, aus der Ewigkeit, ja? Aus dem Nichtraum und aus der Nichtzeit. Diese Erfahrung kann man dort machen. Ja? Dann, warum bist du hier? Und zwar, ich bin hier, um zu entscheiden, wer und wie ich sein will. Denn das ist das, was dich hier ermächtigt. Ja? Ich habe persönlich für mich entschieden, die Liebe und die Freude zu sein und diese Liebe und diese Freude mit anderen Menschen zu teilen, damit sie das auch werden, denn das ist ein Zustand, der erstrebenswert ist, es zu sein. Ja. Und was sollst du tun? Ich habe für mich entschieden, ich tue Dinge, die andere in Freude und Liebe führen. Und meine ganzen YouTube-Videos, meine ganzen Posts, meine ganzen Sachen, die ich auf Instagram teile, auf Facebook teile, auf YouTube teile oder in meine E-Mails teile, dienen dir einfach dazu, dass du eine Erfahrung machst, die dir selbst zeigt, dass du die Liebe und Freude sein könntest und wie du immer mehr diese Liebe und Freude erlebst und mit anderen auch teilst. Das ist so das, was ich für mich beschlossen habe. Muss nicht sein, dass es für dich so sein muss. Aber das ist das, was ich für mich als Antwort gegeben habe. Und das ist mein Weg. Und jetzt ist an der Frage, was ist dein Weg? Was entscheidest du? Wer möchtest du wirklich sein? Von wo möchtest du herkommen? Was möchtest du hier tun? Und vor allem, was ist das, was dich dazu führt, der zu sein, der du bist? Ja. Wir sind alle Götter, wir haben alle den freien Willen und wir können alle entscheiden, in dem Augenblick, wer und was wir sein wollen. Und das ist die Kernfrage. Und ich denke, Frequenzen sind ein guter Weg, dich dorthin zu führen, dir selbst zu zeigen, wer du sein könntest. Ja. Finde es selbst für dich heraus, das ist das, was ich dir in diesem Video mitgeben möchte. Für diejenigen, die sagen, was ist so die Abkürzung, was kann ich tun, um das für mich selbst herauszufinden, empfehle ich dir mein Gate-Programm. Das ist auch die meistgestellte Frage. Marco, ich möchte mit Frequenzen arbeiten, aber ich tue mir schwer, wo soll ich beginnen? Wie kann ich diese tiefen Erfahrungen sammeln? Das ist das, was ich so mein Hauptprogramm, wo ich meine Hauptarbeit hingebe. Das ist auch das Gate-Programm.
Das ist einfach ein System, was dir hilft, bewusster zu werden, was dir hilft, dir diese Fragen zu beantworten. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel darauf eingehen, was das Geldprogramm ist. Schau einfach dir das Video an dazu, einfach auf brainwave3d.com, und dann gehst du einfach auf Seelen, auf das Geldprogramm, auf das erste Video und schaust einfach das Ganze an, was es ist, wie es funktioniert. Und es ist eine Mischung zwischen Hypnose, Meditation, Frequenzen und Musik und ein Abenteuer. Man könnte wirklich sagen, es ist ein Abenteuer und du fängst es an und es führt dich irgendwo hin und lass dich überraschen, wohin. Ja. Also ich in der ersten Frequenz sage ich, in deinen eigenen Kaninchenbau. Also vielen Dank, dass du dieses Video gesehen hast. Jetzt weißt du, wer ich ein bisschen besser bin oder hast mich ein bisschen besser kennengelernt, warum ich das tue, was ich tue. Und es ist mir eine riesengroße Ehre und Freude, dass du Teil dieses Weges bist, dass du mit mir in Verbindung bist, dass ich dich mitnehmen kann auf eine Reise. Und es ist mir eine riesengroße Ehre und vor allem ist es mir eine große Ehre, wenn du Erfahrungen sammelst und diese mit mir teilst, in den Bewertungen auch teilst, in den Tickets teilst, in Social Media teilst. Das ist für mich dann das, wo ich sage, okay, das, was ich tue, hat einen Sinn, führt Menschen zu Erfahrungen, und diese Erfahrung ist das, was mir einfach ganz wichtig ist, dass du sie erlebst, denn Erfahrungen sind einfach viel mehr wert als theoretisches Wissen. In diesem Sinne, vielen Dank für das Zusehen des Videos und es ist mir eine riesengroße Ehre nochmal, dass du da bist, dass du dir das Video angesehen hast und dass du ein Teil von Brainwave 3D bist, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!